Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Hier wieder live diesmal. Und ja, leider etwas zu spät hier rein mit dem T30 oder... So, da ist wohl jemand, der mich kennt. Ja, Gruß an Eliminator. Und dass ich jetzt sofort dann reinkriege. Auf der Map hatte ich ja, den Fail in, dann war das, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen, vor einer Woche, glaube ich, am Wochenende, glaube ich sogar, oder? Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich extrem gefailt. Also es war einerseits Fehler von mir, andererseits aber irgendwie einfach nur Pech. Nämlich habe ich genau hier an dieser Stelle mit dem T30 gegen ein IS-7 kämpfen müssen. Und bin an die 6 Mal, glaube ich, gebounced, nicht durchgekommen. Wirkungstreffer, ihr kennt das ja alle. Und ich bin so ausgetickt. Aber es war schon echt hart. Also sowas hatte ich noch nie, gerade mit der Wumme. Und ich hatte schon, würde ich mal sagen, Weak Spot-mäßig gezielt. Und gedacht, dass ich da auch mindestens einmal durchkomme. Nee, war nicht so. Und ja, letztendlich hat er mich auch noch weggezogen. Das hat mich dann mit am meisten aufgeregt. Und ja, falls euch das interessiert, es gibt es noch auf Twitch. Ist unter einem Highlight. Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber vor ein paar Tagen konnte man die Highlights nicht wirklich aufrufen. Twitch ist da ja noch am Umbauen der ganzen Seite. Ich hoffe, das wird alles ein bisschen benutzerfreundlich. Und ja. So, da helfen wir dem Eliminator 6000. Ja, woher kenne ich das? T55 hier. So, der hat jetzt hier blöd ausgesehen. Ja, T55 ist ja gerade reduziert. So, jetzt fahren wir mal vor. Ich will halt eigentlich nicht vorfahren. Ich würde ihn sonst schützen. Nur, in dem Fall ist es einfach... In dem Fall war es jetzt total blöd von ihm. Da ich nicht nachgeladen hatte, konnte ich da nichts machen. Hätte da kurz zurückfahren müssen, aber naja. Shit. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich schon erwartet. Aber jetzt müssen wir hier aber klar Schiff machen. Ich will meinen Schuss aber eigentlich ungern auf den IS-6 verschwenden, weil das, beim E75 viel nötiger ist. Nur leider waren die zu blöd, den IS-6 zu killen. WZ hat sich da, ja, der E75, ich weiß jetzt nicht, ob das so vorteilshaft war, dass er da den IS-6 komisch lange stehen gelassen hat. Der WZ hätte den IS-6 vielleicht auch links liegen lassen sollen und den T30 killen. Jetzt ist er nämlich ziemlich aufgeschmissen. Aber ich würde mal sagen, wir gewinnen das. Ist ja nicht mehr ganz... Oh, doch, 2 TDs können auch übel werden. Ich habe das Gefühl, es zoomt schneller ran. Oh, guck mal, dann kaputt. Das ist nicht gut. Das sieht auch nicht gut aus. Also jetzt würde ich doch das nochmal überdenken. Da, die müssen weg, gerade die TDs sind in dem Fall aus, ja okay, der eine T30 hatte noch ziemlich wenig. Ein T30 hier hat aber wohl 1600 noch, das heißt noch fast full. Was ein großes Problem darstellt. T30 5 HP, 66, aber okay, oder ich hab, doch, ich hab ihn noch gesehen. Naja, ich würde sagen, gehen wir mit dem anderen rein. Ich habe mir heute gedacht, nehmen wir mal einfach Tier 9 TDs. Und eventuell kommt ja gleich noch der T95 dran. Mal gucken. Ui, oh. Ja, nein, wir werden verlieren. Wir haben den AMX-50B sowie 2 Badgets. Wobei, wenn die 2 Badgets gut spielen und... Also wenn wir hier dominieren, kann das ganz gut was werden. Wenn die
TDs blöde hier reinrushen, dann machen die TDs die die Mediums die TDs platt. Könnte sogar was werden. Ich werde wahrscheinlich hier rumfahren, weil ich als TD hier finde ich nicht so nützlich bin, da ich ja meine Geschwindigkeit habe und hier sicher auch gut unterstützen kann. Problem ist, unsere drei von unseren T10ern als Gegner-T10ern sind im Platoon. Das ist selten ein gutes Zeichen. Naja, mal gucken, wie es läuft. Ich hoffe mal, der T28 will auf den Berg. Das halte ich für keine gute Idee. Gerade weil das einfach Ewigkeiten dauert. Ja, wegen der Fülle an Mediums fahre ich auch, habe ich auch vor, hier lang zu fahren. Wir haben so viele Mediums, wenn da die Maus oder so lang kommt, dann ist da unser AMX-50B mal einfach alleine. Und auch der beste AMX-50B kann aufgeschmissen sein. Wobei ich mir jetzt gerade aber das... Ja, die Frage ist, oder das Problem ist in dem Fall hier, das Objekt 268. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier entfährt. Andererseits kann das hier auch gut gehandelt werden, wenn die... Okay. Wollte gerade sagen, wenn die hier durchfahren, hier stehen bleiben und gedeckt werden von den Jets hier. Leider ist es wohl nicht der Fall. Und da platzt schon der erste. Ah, schade. Ja, aber das ist halt... IS-3 versus Jagdpanzer, Jagdpanzer EN-100. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ist man da ratzap weg. So wie der 92 dort. So, ich bin jetzt mal sehr aggressiv. Also, nicht nachmachen. Ich fahre jetzt immer echt extrem rein. Gibt zwar keine Art, wie ich gerade erst bemerke. Ich bin mal der Blitzmerker heute. Aber trotzdem, damit wir hier Gewissheit haben, damit die hier nachmoven, weil da haben wir schon einen ordentlichen Vorteil, weil wir hier einfach so eine Linie weit haben. Hier hinter sind die Feinde nicht, sondern nur vor uns. Ja, da freut man sich natürlich, der Gegner ist tot, man hat selber nichts abbekommen, aber naja, stört einen natürlich nicht. So, das Ziel erreicht, getrackt, jetzt kann der AMX-50B ihn finishen oder halt auch nicht. Ach, ich glaube, der lädt auch nicht so schnell nach. Ein Baum fällt auf mich. So, jetzt muss, ich glaube, es steht sehr viel in der Base. Das ist, glaube ich, mit das größte Problem. Und da haben wir den Salat. Die Minions müssen mindestens scouten, da auf der, in der Kante. Muss wenigstens gescoutet werden. Ja, haben ihn tot. Hatte ich eigentlich irgendwas zu einem Thema gesagt? Eigentlich nichts, oder? Ich hoffe mal, weil wenn, weiß ich es nicht. Weil, ich habe für morgen schon was vorbereitet. Es ist wieder ein Replay, ich weiß, also... Ich werde jetzt die Replays ein bisschen einstellen, weil das Thema ist relativ wichtig und auch für mich, für euch als Information. Und ja, das kann ich halt nicht mal eben so links liegen lassen. Deswegen, falls ihr noch gute Replays habt, könnt ihr die noch einsenden. Wie gesagt, morgen brauche ich welche. Da also gute Chancen gerade. Bin zwar nicht so auf der Duschstrecke, also ich habe noch welche über. Aber, ja, eure Chance. Habt ihr noch was Gutes in petto? Dann her damit. Nice. So, die Frage ist, wo ist das Teil jetzt gestorben? Da, okay. Nehmt... Was? Was habe ich ihn bitte getroffen? Hä? Schieße ich mit Platzpatronen oder was? Ey, das soll wohl ein Witz sein. Ey, ganz ehrlich. Ah, da ist noch... Ich dachte schon. Ist da... Ah, ich kann den Hintertrupp so treffen. Ey, das hat mich jetzt... Das war extrem, ich habe mich jetzt extrem gewundert. Weswegen kommen meine Schüsse nicht an? Damit habe ich jetzt nicht erwartet. Nice. Also so eine Situation, eine starke Situation. Also ich meine, das wird... Der wurde ja echt spät da aufgeklärt. Hatte ich echt noch nie. So, jetzt müssen wir hier gucken, weil die Maus da hinten durch ist. Ha, die Maus ist durch.
Der Baum hat wieder einen ganz, ganz tollen Witz gerissen. Das spottet die verdammt. Ich will die nicht spotten gehen. Nein! Oh, das sind diese bekannten Momente, wo man denkt, ja, schießt du drauf. Triffst sowieso und kommst dann, oder kriegst dann noch den Kill und den Damage. Und das ist, man trifft nicht. Shit, ihr habt das Objekt schon wieder vergessen, also ich weiß nicht, was heute los ist, aber die Schlafentzug, das könnte unter Umständen ein Grund sein. Aber nein, nein. Schießt jetzt auch rein. Wo waren die noch? Komm, Spotty. Komm, bist ein feiner Foch. Du schaffst das. Ja, du musst es nur wollen. Kritischer Treffer und er kriegt ein Blow-Up. Deswegen liebe ich diese dicken Bombe. Die schlagen vorne rein, hinten raus. Bam. Und das Objekt hat echt einen coolen Tarnwert. Leider hat es nichts verloren. Das heißt, alle meine Schüsse haben keinen Damage gemacht. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich hinschießen muss. Also, ja. Ja, dass ich treffen muss, ist mir klar. Aber wohin treffen, ist dann noch die Frage. Alter, willst du mich eigentlich natzen? Ist jetzt der zweite Schuss. Nein. Shit. Ja, ich glaube, die Runde wird etwas teuer. Ich habe ja nicht gerade wenig verschossen. Aber das war ein typischer taktischer Fehler von den Gegnern. Die haben uns nämlich ziemlich die Flanke gewinnen lassen. Und da sieht man wieder, Leute, campen bringt nichts. Sogar 3000 Damage, Leute. 4 Schuss sogar nur nicht getroffen. Objekt. Oh, ich hatte einen Damage-Treffer. Das freut mich natürlich. Ja, in 100 nicht. Objekt schon. Die 34. Ich muss niesen. So. Back on stage. Ja, 3000 Damage ist eigentlich ganz gut, also reicht mir auf jeden Fall. Trotzdem 20.000 plus, trotz den etwas höheren Verschissen. Ha, Verschissen. Ja, T30-Runde, mangelhaft. Zwar nichts verschossen, aber leider nicht wirklich viel Damage gemacht. Ich hatte 3 Schuss, lol. Joa, mit 4, da doch 3 Wirkungstreffer. Trotzdem 2-1 Damage, freut mich eigentlich soweit. Dafür haben sie aber hier noch gut rausgerissen, muss ich sagen. Also, aber durch Captain, oder? Perfect Base Captured, ja. Das war mir klar. Weil ich glaube, ja, die 30. Obwohl, das war ja, glaube ich, der mit wenig HP, oder? Guck mal eben. Nee, das war der nicht mit wenig HP, das war der mit 4 HP. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen rätselhaft. Naja. Auch hier 12.000. Und ich würde sagen, das war's soweit. T95 gibt's vielleicht in der nächsten Tier 9 TD-Runde. Und ja. Soweit, so gut. Ne, noch eins. Genau, ich wurde viel gefragt, wie viel brauchst du noch für den 10er-Foch. Sagen wir so, ich brauche noch viel. Und hier, das ist so die aktuelle Summe. Theoretisch noch 170.000. Wenn man die 72.000 erspielte FreeXP draufrechnet, ansonsten sind es von 170.000 nochmal 70.000 mehr. Also zu viel. Weil ich weiß nicht, ob ich das da gern... Ich weiß nicht, ich will es eigentlich ungern verwenden, da ich hier auf den E4 das irgendwie besser finde, weil im T30 brauche ich dann echt nur noch 48.000. Und würde ich ein bisschen vom Gold benutzen, hätte ich das sogar... Andererseits, wenn ich das Gold jetzt hier verwenden würde, obwohl, ich habe das Gold einfach so nicht über. Aber ich glaube, ich mache mal erst in die 4, da habe ich den kompletten Stammbaum endlich fertig. Außerdem sind das halt auch nur 48.000. Ich meine, ihr habt gerade gesehen, ein halbwegs guter Daily, also halbwegs gut in Anführungsstrichen, hier vergessbar 2719, kriegt man schon mal 2.000 am Tag, das heißt 14.000 in der Woche. Und dann haben wir die 48.000 in einem Monat. Ja, noch eigentlich schon, ja, ungefähr. Und es läuft ja eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr noch spiele als ein Daily, kommt das natürlich auch noch schneller.
Gerade weil ich da, glaube ich, eine ganz gute Edition XP habe von Schlag mich tot. Ja, von 794, das sollte relativ schnell gehen. Ich habe ja hier auch erst 59 Gefechte. Naja, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.